Sie verspätet sich. Warum wundert mich das nicht? Sieh an, so viel Sinn für Stil hätte ich dir gar nicht zugetraut. Nicht übel, sicher kein aufstrebender Künstler, aber immerhin. Nur noch eine Kleinigkeit. Hier, setz die auf. Eine Maske? Bei Mandragora-Soireen tragen alle Gäste eine Maske. Wer eine trägt, wird nicht gefragt, wer er ist. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3. Beim letzten Mal haben wir, ja, die Leute erledigt, die den Wein, den Sangreal, gekauft haben. Man kann ja nicht mal sagen, dass sie ihn wirklich gestohlen haben. Sie haben ihn ja von dem Winzer gekauft und vom Castel Ravello. Und ja, wir haben dabei herausgefunden, dass sie, ja, den Wein oder dass der Wein von einem gewissen Cintria bestellt wurde. Und dieser Cintria soll sich bei einer Veranstaltung namens Mandragora aufhalten. Und diese wollen wir jetzt zusammen mit der Herzogin besuchen. Mich würde nur interessieren... Weißt du, warum sie Masken tragen? Oh, vermutlich, weil es so romantisch und geheimnisvoll ist. Nein, die Wahrheit ist schlichter. So weiß niemand, welche betrunkenen Adligen die Tänzerinnen kneifen. Na gut, dann würde ich sagen, auf geht's. Gehen wir, die Soiree hat begonnen. Hm, klug von dir, die Waffen zu verstecken. Sonst hätten sie uns garantiert nicht reingelassen. Wie sollen wir den Cintria finden? Hast du einen Plan? Hauptsache, wir machen ihn nicht misstrauisch. Erkundigen wir uns zuerst nach Cecilia. Das ist weniger verdächtig. Wenn wir sie finden, haben wir ihn gefunden. Ja, du hast recht. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Komm, wir sind dran. Madame, Monsieur, es ist ein Vergnügen, euch zur Soiree der Mandragora begrüßen zu dürfen. Ich kann heute Abend ganz besonders empfehlen, den künstlerischen Darbietungen unserer Gemeinschaft eure werte Aufmerksamkeit zu schenken. Na gut, wenn du meinst, was gibt's denn so zu sehen? Was für Darbietungen erwarten uns denn? Heute Abend hat die Mandragora die Ehre, drei superbe Beispiele höchster Kunst präsentieren zu dürfen. Zu Beginn hat Cecilia Belante ein Konzert gegeben. Wäre ihre Stimme ein Stein, so wäre sie gewiss ein Diamant. Och Gott. Leider hat Mademoiselle Cecilia ihre Darbietung bereits beendet. Wie schade. Wir hätten sie gerne gehört. Zum Glück kommt ihr noch recht, um den großen Callesti zu sehen, einen Meister der visuellen Illusion. Er kommt aus dem fernen Ophir. Visuelle Illusionen. Interessant. Und der dritte Künstler? Der dritte und der vierte. Es ist ein Duo, die Tuven-Brüder. Sie führen ihre aktuelle Pantomime auf. Pantomime, so, aber weil es gerade schon gefallen ist, diese Cecilia Belante, das ist ja die Frau, die mit dem Cintria zusammen gesehen wurde, die würden wir mal ganz gerne treffen, wenn ich ehrlich bin. Wir möchten gerne mit Cecilia Belante sprechen. Bewunderer, nehme ich an. Ihr werdet gewiss Gelegenheit haben, mit ihr zu parlieren. Es wird nicht einfach sein, hier in der Menge jemanden zu erkennen. Kannst du uns vielleicht helfen? Wo sie jetzt ist, weiß ich nicht, aber ich gebe euch einen Hinweis. Sehr gerne. Sucht die Orchidee aus Kovir. Was heißt das? Cecilia trägt eine im Haar. An der Orchidee könnt ihr sie erkennen. Sowas. Und da behauptet Rittersporn immer, Künstler wären arm wie die Tempelmäuse. Das Anwesen gehört ihnen ja nicht. Sie sind hier Gäste. Es gehört Orianna, der Frau in Schwarz, dort auf dem Balkon.
Ich sehe sie. Warum trägt sie keine Maske? Das wäre zwecklos. Sie würde ohnehin von jedem erkannt werden. Suchen wir nach der Orchidee aus Kovir. Wenn wir Cecilia finden, haben wir den Cintria gefunden. Na gut, und nebenbei, ja, beteiligen wir uns vielleicht an den Unterhaltungen der Soiree, einfach, weil wir uns ja untermischen müssen, ne? Wir dürfen ja hier nicht auffallen, indem wir nur nach Cecilia suchen. Hallo, kann ich so ein Häppchen haben? Oh. Hast du Angst vor Badewannen? Bitte was? Ah, Olivenhäppchen mit Käse wahrscheinlich. So, das was haben wir denn hier? Na los, Geralt. Sei keck und zeig uns den Künstler in dir. Die Farbkugeln. Werf sie gegen die Leinwand. Darf ich das hier einfach machen? Kommt, drückt euch aus. Okay. Besudelt die Leinwand und betrachtet eure Emotionen. Jeder kann ein Künstler sein, auch du. Na gut. Komm und wirf mit Farbe. Gute Leute. Eine weitere Seele möchte ihre kreative Seite ausdrücken. So, blau. Sowas. Du und moderne Kunst? Ja, durchaus. So, die blaue machen wir mal in die Richtung. Sondern die Manifestation der Seele des Mannes. Ja, natürlich. Durchaus. Dann nehmen wir grün vielleicht noch. So, das packe ich mal da unten hin. Und zwar zwei davon. Dann vielleicht noch was so in die Mitte nach hinten. Ne? So, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt machen will. Es ist moderne Kunst. So, rot. Das Rot bildet jetzt den Übergang quasi zwischen den einzelnen Farben. Ich habe keine Ahnung von Kunst, deswegen glaubt jetzt nicht, dass hier irgendwas Sinnvolles dabei herauskommt. So. Das ist alles sowieso noch viel zu geordnet, muss ich sagen. Ich bin halt eher ein Typ, der... Ja, ein volles Meisterwerk. Ich bin eher so ein Typ, der die Ordnung, also ich bin eher auf so Bildern oder sowas, wenn ich was lese, bin ich für Ordnung und nicht für reine Unordnung, wenn ich ehrlich bin. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ja Physik studiere, da sag ich mal, ist ja auch Ordnung eigentlich das Interessante und nicht die Unordnung, wobei Unordnung natürlich auch wichtig ist. Im Endeffekt wird alles unordentlicher in unserem Universum. Mit der Zeit würde alles unordentlich werden. Komm, den Fleck da bringe ich noch zu Ende. Zack. Perfektes Bild. Nun gestattet mir einen Moment der Betrachtung. Meine Interpretation? Das Bild drückt spirituellen Dualismus aus. Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse. Natürlich. Eindeutig. Unachtsamkeit aus. Oh ja, das ist er. Gut gegen Böse. Der Dualismus der Menschen. Und Unbeugsamkeit. Ja, genau, das wollte ich unbedingt damit ausdrücken. So, sehen wir uns mal um. Ah, guck mal. Das müssen die Pantomimen sein, von denen wir schon gehört haben. Die spielen hier ein Tauziehen, so wie es aussieht. Da mache ich doch mal mit. Ich meine, gut sind sie ja. Muss man ihnen lassen. Was machen sie jetzt? Machen sie das Ganze nochmal? Haben die keine andere Nummer? Ah ne, jetzt machen sie tatsächlich... Ach, okay, jetzt kommen die typischen... Oh, ich bin in einer Glaswand gefangen, in einem Glaskubus oder was auch immer. Ne, was macht der denn? Hat der versucht, was hochzuheben jetzt? Ah. Ich meine, gute Pantomimen sind ja eigentlich auch ganz nett. Natürlich. An sich kann es mal ganz cool sein, aber wir haben leider nicht zu viel Zeit. Der da ist immer noch in seinem Glaskasten und der schüttelt jetzt irgendwas. Ach so, und jetzt natürlich... Ist echt interessant eigentlich, aber leider haben wir zu tun. Schade eigentlich. Was haben wir denn hier so? Ich glaube, hier können wir einen trinken, oder? Ja. Absinth, des Künstlers Lieblingsschnaps. Vorsicht, das Zeug hat es in sich. Oh ja. Ich kann so einiges vertragen. Das hat echt ordentlich in sich. Na gut, suchen wir nebenbei mal nach der Orchidee. Aber zum Glück wirkt es nicht so lange bei Hexern, habe ich das Gefühl. So, hier ist hier vielleicht drin die Orchidee. Hallo? Nicht stören, kusch, kusch. Das ist die richtige Blüte. Natürlich, eine Orchidee aus Kovir ist der ideale Kontrast zu ihrem Teint. Wir müssen mit dem Modell sprechen. Es dauert nicht lange. Mit mir? Lieg still. Reden kannst du ja, aber beweg dich um Himmels Willen nicht.
Ach, da fühle ich mich doch gleich an unsere Situation mit dem Maler zurückerinnert. Naja gut, ich würde erstmal sagen... Ui, das ist ja ein tolles Porträt. Den Stil kenne ich doch. Diesen Pinselstrich. Das ist Dorian Villes. Die gnädige Dame hat von mir gehört. Ich habe sagen hören, dass Anna Henrietta selbst schon ein Porträt von dir malen lassen wollte. Richtig. Einmal hat der Palastkämmerer mir geschrieben, aber leider wollte man meine Bedingungen nicht akzeptieren. Was war denn das Problem? Als der Kämmerer erfuhr, dass ich nur Akte male, brach er den Kontakt ab. Er sagte, er würde nicht wagen, der allergnädigsten Herren so etwas auch nur vorzuschlagen. Ich wollte sie immer malen. Schade. Vielleicht kriegst du deine Chance noch. Nun gut, so viel dazu. Kommen wir jetzt erstmal zum Porträt oder zum Modell. Wir kamen her, um mit dir zu sprechen. Mit mir? Aber warum? Der Adlige aus Zintra, mit dem du hier bist, interessiert uns. Der Adlige aus Zintra? Ah, ihr verwechselt mich mit Cecilia. Die Orchidee? Ich dachte... Nicht bewegen, sag ich. Cecilia hat am Ende ihrer Vorstellung die Blüte ins Publikum geworfen. Ich habe sie gefangen. Aber ja, den Adligen habe ich gesehen. Wir würden ihn gerne sprechen. Wie sieht er denn aus? Wie viele hier. Groß, dunkel, maskiert. Weißt du, wo er jetzt sein könnte? Er hat Cecilia ein kleines Geschenk gemacht. In einer herzförmigen Schachtel. Dann sind sie zu den Erfrischungen gegangen. Madame, Monsieur, entschuldigt, aber so kann ich nicht arbeiten. Ihr müsst gehen, jetzt. Ja, ja. Bei den Erfrischungen also. Na gut. Ich würde aber sagen, wir gehen hier einfach mal weiter und sehen uns den Rest auch noch an. Wen haben wir denn hier? Hochtrabend. Ich hatte ja mit allem gerechnet, aber hochtrabend. Und an dem Ein-Personen-Stück habe ich so lange gefeilt. Und die Gräfin de Savelle war da. Das ist das Schlimmste. Sie wird mich nie wieder ansehen. Na, gucken wir mal, was da drin steht. Fragment aus dem Skript eines Bühnenstücks. Der betörte Hexer von François de Vallée. Na, jetzt bin ich ja gespannt. Es herrscht pechschwarze Nacht in einem dichten Wald. Über den Baumwipfeln ist der Vollmond zu sehen. Hinweis, das Bühnenbild muss einen Vollmond zeigen. Wölfe heulen klagend in der Ferne. Ein Hexer geht mit vorsichtigen, wohlbedachten Schritten durch den Wald. Er hält eine silberne Klinge in der Hand. Verdammt nochmal, der Mond ist voll. Auf diese Nacht habe ich sehr lange gewartet. 3 Wochen lang habe ich in diesem stinkenden Loch zugebracht, um einen einzigen Werwolf zu fangen. Wenigstens hat mir die Müllerstochter die Zeit ein wenig versüßen können. Eigentlich gehe ich nur ungern von hier fort. Soll ich sie vielleicht doch mitnehmen? Hinter dem Hexer ist ein Knacken zu hören. Er wirbelt blitzschnell herum, ist auf der Hut. Er sieht den Werwolf. Jetzt habe ich dich, du Bestie! Ein zorniges Brüllen. Der Werwolf nimmt die Maske ab. Der Hexer erkennt die Müllerstochter. Er ist überrascht und weiß nicht, was er tun soll. Und was jetzt? Willst du mich töten oder nimmst du mich vielleicht mit? Eieiei. Oh, das Ding hat vielleicht Potenzial. Ist zwar ein bisschen klischeehaft, wenn wir ehrlich sind, aber hat vielleicht Potenzial. Oh. Oh, warte mal. Das will ich mal angucken kurz. Was haben wir denn hier? Der Typ schwebt. Ja, gut. Ich glaube, er zaubert. Tja, mal sehen. Jetzt bin ich gespannt. Das ist der Magier aus Ophir. Das hat was. Nicht schlecht. Muss ich gestehen. Nicht schlecht. Durchaus, echt. Der hat was drauf, der junge Mann. Das ist keine gewöhnliche Illusion. Der Mann ist ein echter Künstler. Beeindruckend.
Durchaus, durchaus. Da will man gar nicht weggehen. Na gut, wir sehen uns aber trotzdem weiter um. Wir müssen immer noch... Wo sind denn die jetzt? Ach, die sind wieder rübergesprungen. Wir müssen ja noch die Tische mit den Erfrischungen später untersuchen. Aber erstmal gucken wir uns noch ein bisschen weiter um, was wir hier noch so finden können. Was haben wir denn hier? Na, nur eine leere Kabine. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wo die Erfrischungen sind. Müssen wir erstmal finden. Ich meine, ich habe bisher nur einen Absinth gefunden. Sieh mal, Laternen. Angeblich bringen sie Glück. So. Ja, dann können wir es doch mal ausprobieren. Sollen wir eine aufsteigen lassen? Ja, wollte schon sagen. Gut, probieren wir es aus. Ich hätte nie gedacht, dass du an solche Sachen glaubst. Eigentlich nicht, aber es ist ganz nett, dies fliegen zu lassen, muss ich sagen. Oh, die haben schon schöne Sachen hier. Ich glaube, da hinten ist Schluss, da geht's nur irgendwo rein. Wo ist denn Anna Henrietta? Ach, da. Die hat wahrscheinlich selbst gerade noch eine Laterne fliegen lassen. Und der macht hier immer noch Spaß mit seinen Delfinen. Was liegt die denn hier? Ja, die liest ein Buch. Kann man das mitlesen? Nö. Interessant, die legt ihr Buch auf ein Seerosenblatt. Na gut, von mir aus. Gehen wir mal auf die andere Seite, dann können wir uns nebenbei nämlich nochmal die Delfine ansehen. Hui! Das ist echt... Das hat was. Muss man ja gestehen. Na, mal gucken, was wir auf der anderen Seite noch so finden können. Alter, das sieht halt echt so gut aus, muss man ganz ehrlich mal sagen. Skandal. Sie hätte nicht auftreten sollen. So? Da hat wohl jemand anders entschieden. Dieser jemand hat keinen Schimmer von Kunst. Nächstes Mal wirst du es sein. Vertrau mir, ich werde persönlich mit Oriana sprechen. Da hatte wohl jemand was gegen Cecilia? Wir sind beschäftigt. Wir wünschen allein zu sein. Okay. Bitte geh. Sorry, ich dachte, wir könnten vielleicht darüber reden. Was das? Aber wir waren ja nicht mal da. Huch, hallo. Wen haben wir denn hier? Will nur mal kurz gucken. Nichts Besonderes. Wir stehlen jetzt mal hier nicht irgendwelche Ringe. Das sollten wir vielleicht nicht unbedingt tun. Aber wir können uns ja hier noch ein bisschen weiter umsehen. Und du bist sicher, dass es ein Original ist? Mein Chef schwört es. Und, hast du schon das Neueste gehört? Natürlich habe ich das. Davon redet doch jeder. 4 Detourbits in einer Nacht. Der Diebstahl des Jahrhunderts. Und hier bist du und bietest mir einen an. Mhm. Wenn du kein Interesse hast, mein Herr, finde ich bestimmt jemand anderen. Na schön. So eine Gelegenheit kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Was verlangst du? Immer langsam. Du hast ein... Bitte geh. Das ist ein privater Alkoven. Entschuldigung, hier werden einfach Bilder, gestohlene Bilder verkauft. Na, mehr muss ich nicht wissen. Und du bist sicher, dass es ein Original ist? Mein Chef schwört es. Und, hast du schon das Neueste gehört? Natürlich habe ich das. Davon redet doch... Na gut, okay. Hier ist abgeschlossen, überall kommt man natürlich nicht hin. Hier gibt es noch mehr Essen. Oh, hier sind auf jeden Fall die Leckereien. So, hier müssen wir irgendwo etwas finden. Da ist eine Laute auf jeden Fall. Da hat jemand seine Laute vergessen. Sieht ein bisschen wie die von Rittersporn aus. Seine ist zerkratzt. Er ist damit mal verdroschen. Ich frage mich von wem. Vielleicht sollten wir Rittersporn nicht zu sehr erwähnen. Die steht, glaube ich, nicht so auf ihn. Was haben wir denn da? Ein Liebesbrief. Ein Liebesbrief an eine Serviette gepinnt. Schau. Oh, meine Ruhe, mein Sonnenstrahl am Firmament meines Lebens. Was für eine Sülze. Das würde ich mir doch gerne... Ach, das kann ich mir gar nicht durchlesen. Ach, das ist jetzt schade. Ich hätte mir das Ding jetzt gerne durchgelesen, das Gesülze. Ach, verdammt. Müssen wir uns später... Ach, guck mal, hier gibt's... Das Empfängnis Eduard, so ein Ding habe ich doch gekauft, oder? Huch! Da komme ich auf einmal hier hoch. So, was haben wir hier noch? Hier hatte ich irgendwas gerade gesehen. Irgendwas war doch hier gerade noch zum Untersuchen, oder nicht? Da. Was haben wir denn da? Eine Dosis Fistech. Die Art des Künstlers, seinen Existenzschmerz zu betäuben. Dazu sage ich jetzt nichts. Mhm. So, und wo? Ah, guck mal. Da ist doch ein Herz. So eine Herzschachtel. Eine leere, herzförmige Schachtel. Cecilia muss sie hier gelassen haben. Aus, als wäre Parfum drin gewesen. Ein Geschenk des Zintrias womöglich. Der Duft hängt noch in der Luft. Folgen wir ihm. Wo ist denn der Duft? Du sagst der Duft, ach da. Hängt in der Luft und ich rieche ihn nicht. Oh, hier ist es so voll, hier kommt man teilweise nicht richtig durch, ey. Da hinten ist noch mein super Bild. Sehr schön.
dass sie da noch, dass er sich noch kein anderer probiert hat. So, wo ist sie denn jetzt lang gegangen hier mit ihrem Parfum? Es muss eine Berühmtheit sein, das sage ich dir. So ein Talent. Wirklich ganz außergewöhnlich. Oh, wie gerne ich ihn kennenlernen würde. Schade, dass er nicht alleine gekommen ist. Die reden echt über mein Bild. Ja, ich bin eine Berühmtheit im Künstlergewerbe, ganz klar. Gut, folgen wir mal weiter dem Geruch. Wo ist die gute Frau denn lang gegangen? Aha. Mhm. Weiter in diese Richtung. An den Laternen vorbei. Hat hier vielleicht eine steigen lassen. So, da hinten wahrscheinlich in die Tür rein, oder? Kann ich mir vorstellen. Die rechte Manschette kommt mir irgendwie höher vor. Alles in Ordnung. Entspann dich. Eieiei. Meister Wuwu ist ein großzügiger Mäzen und ein Worüber auch immer die reden. So, hallo, mein Freund. Tut mir leid. Zutritt nur für Künstler der Mandragore. Komm, lass uns überlegen, was wir jetzt machen. Diese Stimme, die würde ich überall erkennen. Du, musst mich mit jemandem verwechseln. Ich habe 15 Jahre im Palast gedient. Edle Herren, ich würde dich niemals verwechseln. Psst, nicht so laut. Wir sind inkognito hier. Staatsangelegenheiten. Jawohl, gnädige Herren. Wie kann ich dienen? Nun, zunächst einmal, wäre wichtig. Wir können uns hoffentlich auf deine Diskretion verlassen. Natürlich. Ich werde schweigen wie ein Grab. Hoffe ich. Gut, dann wäre jetzt die nächste Frage. Wir suchen Cecilia Belante. Hast du sie gesehen? Sie ist in ihrer Garderobe. Mit einem Adligen. Die fühlen sich eindeutig voneinander angezogen. Wie sieht der Mann aus? Groß, breite Schultern. Ein schwarzer Bart schaut unter der Maske hervor. Und er spricht mit irgendeinem Akzent. Das muss er sein. Wir müssen zur Garderobe. Rasch! Jawohl, gnädige Herren. Ich bringe euch hin. Danke. Nein, du bleibst hier. Wenn jemand zu fliehen versucht, hältst du ihn auf. Verstanden. Alles klar. Schnell nach oben. Ja, ja. Ich komm ja schon. Ach, jetzt müssen wir rennen. Meine, sollen wir die bei ihrem... Die werden doch wahrscheinlich jetzt nicht gerne gestört werden, oder? Welches ist denn die richtige Tür? Die hier. Das muss Cecilia sein. Kein Puls. Wir kommen zu spät. Ja, hat ihr die Kehle durchgeschnitten. So ein Tier. Zur Tür ist er nicht raus. Das hätte die Wache gesehen. Er könnte hier noch irgendwo sein. Du musst ihn finden, bevor er noch mehr anrichtet. Ich sage sofort Oriana Bescheid. Sie muss die Soiree sofort beenden. Wir sollten uns nicht trennen. Geralt, ich komme zurecht. Geh du dem Halunken nach. Ich hole Hilfe. Na, dann gucken wir mal, ob wir den Cintria finden können. Sehen wir uns mal um. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nur die Leiche. Er hat sie umgebracht und ist dann zum Balkon raus. Ah, da sehe ich auch einen Handabdruck. Was haben wir da noch? Ah, okay. Müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Am Tatort nichts vernichten. Blutiger Handabdruck. Muss von ihm sein. Ja, wahrscheinlich. Etwas Blut wahrscheinlich an der Hand. Er hat die Tür eingerissen und eine Plattform draus gemacht. Nicht dumm. Muss auch ganz schön stark sein. Durchaus. Könnte zum Problem werden. Was haben wir denn da? Er hat den Blumentopf mit der Tür zerbrochen. Und ist dann in die Erde getreten. Das heißt, wir können seine Spuren verfolgen. Spuren von dreckigen Stiefeln. Ja, komm, dann machen wir mal weiter. Schöne Aussicht, aber um die kümmern wir uns jetzt nicht. Wo ist er weiter? Er muss diese Leiter benutzt haben. Moment, was? Ach, da ist eine Leiter. Ach, gar nicht gesehen. kurz verwirrt, welche Leiter Geralt meint, aber da war eine Leiter zwischen diesen ganzen Sträuchern. Aber jetzt haben wir keine Hinweise mehr. Ja gut, aber es gibt nur einen Weg hier rein. Er könnte noch hier sein. Ich sollte aufpassen. Durchaus. Was haben wir denn da?
Ein zerschlagener Spiegel. Jemand ist damit kollidiert und dann zu Boden gegangen. Okay, hat er hier mit jemandem gekämpft, aber mit wem? Hat er noch jemanden umgebracht? Ist die Frage, was haben wir da? Blutflecken. Mhm. Was ist das? Glieder einer zerrissenen Kette. An der muss das Juwel gehangen haben. Dieses hier, oder was? Ein wertvolles Juwel. Ein Edelstein mit einem blutigen Fingerabdruck. Den wollte der Dieb wohl haben. Daneben kleine Kettenglieder. Von einer zerrissenen Halskette vielleicht. Offenbar hat es einen Kampf gegeben. War die hier drin? Ein Schmuckkästchen. Das Schloss ist kaputt. Vermutlich aufgebrochen. Da war die Kette wahrscheinlich... Also es ging ihm um dieses Juwel. Er hat sich nur an Cecilia Belante gemacht, um dann hier einzudringen und das Juwel zu stehlen, weil hier die Kette ist noch da. Sieht kostbar aus. Aber deswegen bin ich nicht hier. Ja. Und dann wurde er scheinbar überrascht und hat mit noch jemandem gekämpft. Deswegen das Blut und der Spiegel. Ein Jagdmesser, das muss dann wahrscheinlich die Mordwaffe sein. Ein reich verziertes Jagdmesser. Damit wurde wohl gekämpft. Was haben wir da? Die Leinwand ist zerschnitten. Da war jemand mit einem Messer dran. Mhm, da hat er wohl, ja, gegen geschnitten, als er gegen irgendjemanden hier gekämpft hat. Die Leinwand ist zerschnitten. Da war jemand mit einem Messer dran. Ich wollte das hier untersuchen. Na komm. Ein leeres Tintenfass. Umgeworfen. Es zeigt in den Raum. Wahrscheinlich, okay, er hat dann wahrscheinlich von hier mit der linken, das heißt, er ist Linkshänder, hat von hier mit der linken mit dem Messer vielleicht zugeschlagen oder kann auch mit rechts, aber mit rechts kommt er nicht bis ans Tintenfass, ist schwer. Und da habe ich schon was am Fenster gesehen. Oh, was haben wir denn da erstmal noch? Der Wandleuchter ist verbogen und blutbeschmiert. Wollte sich da jemand dran festhalten? Ist die Frage. Blut am Fensterrahmen. Ob jemand rausgeklettert ist oder rausgefallen? Das Juwel war wohl in der Schachtel. Der Zintrier wollte es stehlen und ist erwischt worden. Dann gab es eindeutig einen Kampf und einer von beiden ist aus dem Fenster gefallen. Der Sturz muss tödlich gewesen sein. Das Juwel ist noch da. Also muss es der Zintrier gewesen sein, der gefallen ist. Das ist also der Fährtenleser. Ein Hexer, ja? Ja, das ist er. Wir haben die Leiche zusammengefunden. Dann ist er dem Mörder nachgegangen. Dann bin ich hier gelandet und habe nur die Spuren eines Kampfs gefunden. Offenbar hat es sich für den Zintrier nun ausgemordet. Schade, dass es für Cecilia zu spät war. Armes Mädchen. Ich habe ihr gesagt, dass sie ihre Männer schlecht auswählt. Aber einen Mörder hätte ich niemals vermutet. Ich alarmiere die Bediensteten. Sie sollen sich um ihre Leiche kümmern. Kommt. Setzen wir uns doch. Dann erzähle ich euch alles ganz genau. Das ist also Oriana, die Hausherrin, die das Ganze hier veranstaltet hat. Ich hatte ihn auf frischer Tat beim Stehlen ertappt. Er durchwühlte meine Sachen. Was hast du getan? Die Wache gerufen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich wollte nicht, dass er flieht. Er stand mit dem Rücken zu mir, also habe ich ihn angegriffen. Er schlug sich den Kopf an einem Bilderrahmen, als wir kämpften. Er blutete, war benommen. Und dann zog er ein Messer. Dann ging alles ganz schnell. Ich schlug ihm die Waffe aus der Hand und schubste ihn. Stark. Er fiel aus dem Fenster. Genau. Wohl eher, gut, alles außer Bilderrahmen war wahrscheinlich der Spiegel gemeint. Er ist ja gegen den Spiegel geprallt. Aber die muss ja ganz schön doll gestoßen haben, ne? Wir haben ja gesehen, wo das Messer lag, wo er mit dem Messer angegriffen hat. Gut, vielleicht ist er nach dem Angriff noch ein bisschen zurückgetaumelt. Oder sie hat ihn richtig, also so ein bisschen noch mitgenommen vor dem Stoß, um ihn aus dem Fenster zu stoßen. Ja, die Sache war bloß, es war
Die gute Frau hatte wahrscheinlich ziemlich viel Glück. Wir haben ja gesehen, der Typ hatte einfach eine Tür aus den Angeln gerissen, um sie als Brücke zu verwenden. Es ist nicht wirklich klug, sich mit einem bewaffneten Dieb anzulegen. Warum? Weil ich eine Frau bin? Ein Kleid und keine Rüstung trage? Ich kann sehr gut auf mich aufpassen. Eine Haarnadel sieht vielleicht wie ein Schmuckstück aus. Aber im Auge ist sie so wirkungsvoll wie eine Klinge. Mag durchaus sein. Gut. Also, die Sache, hinter der Dieb wahrscheinlich her war, war dieses Amulett. Ich glaube, der Mann wollte dich ausrauben, als du ins Zimmer kamst. Ja, er stand vor meinem Frisiertisch und hat meinen Schmuck durchwühlt. Um das zu suchen, nehme ich an. Das habe ich beim Suchen entdeckt. Das ist ja das Herz von Toussaint. Oriana, wo hast du das her? Ich habe es gekauft. Vor vielen Jahren. Von einer jungen Frau. Okay, was ist denn an diesem Juwel jetzt so interessant? Das Juwel scheint wichtig zu sein. Warum? Das Herz ist ein Erbstück. Es gehörte viele Jahre meiner Familie. Dann war es verschwunden. Ich hätte nie gedacht, dass es wieder auftaucht. Jemand wollte es unbedingt finden. Der Dieb hat seine Werkzeugtasche zurückgelassen. Dort habe ich diese Zeichnung gefunden. Seht. Das Herz von Toussaint. Die Zeichnung ist sehr genau. Der Zintrier hatte einen Auftrag. Er wusste genau, wonach er suchen sollte. Also suchen wir nicht ihn, sondern seinen Auftraggeber. Ist das der einzige Hinweis, den wir gefunden haben? Ich habe noch die Waffe gefunden, mit der er Oriana angegriffen hat. Ein Jagdmesser zum Häuten von Wild. Am Heft ist ein Emblem. Dieses Wappen benutzen die Herren von Duntin. Der derzeitige Burgherr ist ein begeisterter Jäger. Vielleicht unsere nächste Spur? Wahrscheinlich. Die Frage ist nur erstmal, was ist denn überhaupt Duntin? Duntin, ich erinnere mich. War vor einigen Jahren eine verlassene Ruine. Vor kurzem ist Roderick, der letzte Erbe der Familie, zum Familiensitz zurückgekehrt und hat die Burg wieder aufgebaut. Weißt du mehr über diesen Roderick? Sein Großvater war ein Berater von Königin Ardemata. Die Familie hat diese Ländereien für seine Dienste erhalten. Roderick lebt sehr zurückgezogen. Er meidet Gesellschaften und gibt sich lieber mit einer kleinen Gruppe von Rittern ab. Obwohl der Begriff nicht ganz zutrifft, da sie eher Vandalen sind mit einem Wappen auf dem Schild. Okay. Ja, dann sollten wir uns in Duntin mal umsehen, denke ich, ne? Oriana, ich hoffe, dass du alles, was wir besprechen, für dich behältst. Ich verlass mich drauf. Wenn bekannt wird, dass sein Juwelendiebstahl gescheitert ist, könnte sein Auftraggeber untertauchen. Wir müssen vorsichtig sein. Diskretion ist uns allen wichtig. Ich frage nicht, worum es hier geht, erwarte aber, nicht mehr damit belästigt zu werden. Von niemandem. Verzeihung, Madame Oriana. Durfte ich was sagen? Entschuldigt mich bitte. Na gut, okay. Dann dürfen wir uns jetzt ein bisschen mit der Herzogin unterhalten. Da würde mich doch erstmal interessieren. Oriana, was hältst du von ihr? Es gibt nur wenige, bei denen ich mich unwohl fühle. Aber in ihrer Nähe spüre ich Furcht, Unbehagen. Na gut, okay. Und ja, wegen der Zeichnung? Die Zeichnung. Sie ist auf demselben Papier wie die Namen der Opfer. Auch mit derselben Tinte gezeichnet. Scheint das Werk unserer Erpresser zu sein. Die nicht nur hinter den Morden des Biests stecken, sondern auch den Sangreal gestohlen haben und das Herz von Toussaint haben wollten. Der Wein, das Juwel, beides hängt mit dir zusammen. Untrennbar. Ein Zufall? Das will ich einfach nicht glauben. Eins bereitet mir dabei Sorgen. Dass am Ende dieses Plans ein Mordanschlag auf dich stehen könnte. Es könnte auch ganz was anderes sein.
Meine Schwester Sienna könnte hinter der Verschwörung stecken. Sie hat den Hof verlassen, als wir Kinder waren. Meine Eltern verbannten sie aus dem Herzogtum. Seitdem habe ich sie nicht gesehen. Okay, und du denkst, sie hat damit zu tun, oder wie? Du denkst, deine Schwester könnte damit zu tun haben? Warum? Weißt du, sie war schon immer besitzergreifend und eifersüchtig auf alles, was ich hatte und sie nicht. Rivalität, das ist doch normal unter Schwestern. Stimmt. Vermutlich habe ich so viel ausgeteilt, wie ich eingesteckt habe. Manchmal vermisse ich das richtig. Der Wein, dieser Diebstahl, war der erste Hinweis. Das sieht ihr ähnlich. Sie hat mir immer meine Spielsachen gestohlen. Aber sicher war ich mir erst, als ich das Herz von Toussaint gesehen habe. Sienna hat es von Vater geschenkt bekommen, als meine Eltern sie noch für ein ungezogenes, kleines Mädchen hielten. Jemand wollte meinen Wein. Dann sollte unser Familienjuwel gestohlen werden. Oder eher zurückgeholt? Das ist meine Schwester, ganz sicher. Eine gefallene Prinzessin, die sich ihre Wünsche erfüllt, verlorenen Luxus wünscht. Könnte sein. Könnte durchaus sein. Mich würde aber noch interessieren, warum man sie denn überhaupt verbannt hat. Was hat deine Schwester getan, dass sie verbannt wurde? Sienna war verflucht. Hatten die Eltern Streit mit einem Magier? Nein. Sie wurde zu einem unglücklichen Zeitpunkt geboren. Angeblich lastet auf ihr der Fluch der schwarzen Sonne. Geralt, stimmt das? Kann jemand böse sein, weil er während der falschen Mondphase geboren wurde? Könnte sein. Aber es kann auch sein, dass er von Geburt an wie ein Aussätziger behandelt wurde. Abgesondert, weggestoßen, geächtet. Sienna hatte es wohl nicht leicht. Sie war wütend auf die ganze Welt. Sie hat sich minderwertig gefühlt, verletzt und alles hinter Selbstvertrauen und Arroganz versteckt. Sie konnte so grausam sein. Ich erinnere mich an einen Vorfall. Sie redete Cédric de Colbert ein, die Zukunft in ihren Träumen sehen zu können. Wir waren Kinder und Cédrics Bruder war in mich verliebt. Das harmlose Verliebtsein von Kindern. Sienna wusste davon. Deshalb hat sie Cédric von einem ihrer Träume erzählt, dass er sterben würde, durch die Hand seines Bruders. Cédric stahl das Schwert seines Vaters und tötete seinen Bruder. Sie zerstörte zwei Leben mit einem Streich. Cédric trauert bis heute. Schließlich verbannten sie sie aus dem Palast, vor über 10 Jahren. Ich vermisse sie schrecklich. Deine Mission hat sich geändert. Geh nach Duntin und finde Sienna, so sie sich dort aufhält. Egal, was sie getan hat, ihr darf nichts geschehen, in welcher Form auch immer. Dafür musst du Sorge tragen. Na gut, prinzipiell versprechen können wir nichts. Wir werden es aber auf jeden Fall versuchen. Ich glaube, ein Nein wird sie jetzt sowieso nicht akzeptieren. Aber vielleicht erstmal noch ein paar kleine Sachen. Erstmal zu der Geschichte, die sie gerade erzählt hat. Ich meine, es war vielleicht nicht das Netteste von Sienna, dass sie quasi jemanden erzählt, dass sie so etwas träumt, aber im Endeffekt ist der Bruder ja auch ein bisschen selbst schuld, dass er direkt dann seinen Bruder dafür umbringt. Ich meine, ein bisschen Eigenintelligenz sollte man den Leuten doch noch zutrauen können, oder? Also wenigstens so ein bisschen. Man könnte ja auch erstmal miteinander reden, bin ich der Meinung, aber nun gut. Und dann vielleicht noch zu diesem Fluch der schwarzen Sonne, und zwar, ja, die Sache mit dem Fluch der schwarzen Sonne ist so eine Sache. Man weiß eigentlich nicht so wirklich, ob das wirklich ein Fluch ist. Geralt traf ja auch einst auf ein Mädchen, das auch angeblich unter diesem Fluch der schwarzen Sonne litt. Ich glaube, sie hieß Renfri. Auf jeden Fall war das die Geralt in Blaviken damals getötet hat, zusammen mit ihrer Bande, weswegen er ja auch den Beinamen Schlechter von Blaviken erhielt. Und im Prinzip war es so, man könnte nun natürlich sagen, also damals wollte sie an einen Magier kommen und hätte dafür theoretisch ganz Blaviken abgeschlachtet, bis der aus seinem Turm rauskommt, in dem er sich versteckt gehalten hätte. Jetzt könnte man das natürlich auf den Fluch der schwarzen Sonne schieben, wie auch hier bei Sienna. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ja an der guten Renfri, ich hoffe, der Name ist richtig, dass mit ihr herumexperimentiert wurde, eben gerade weil sie
zu diesem Zeitpunkt geboren war, weil man glaubte, dass sie unter einem solchen Fluch leidet, eben von genau diesem Magier. Und sie wollte eben Rache üben und im Endeffekt ist es, wie Geralt gesagt hat, vielleicht gibt es diesen Fluch der schwarzen Sonne gar nicht, aber wenn jemand quasi sagt, derjenige ist verflucht und aus dem kann nichts mehr werden, dann ja, wird er sich wahrscheinlich irgendwann auch so verhalten, weil es von ihm einfach erwartet wird. Und ja, vielleicht ist es genau das gleiche mit Sianna gewesen, aber diese Sache mit Sianna erklärt gleich auch noch eine andere Sache. Und zwar erinnert ihr euch, als wir durch Beauclair gezogen sind, haben wir doch so einen Brief von einem besorgten Bürger gefunden, der ja geschrieben hat, dass die Falsche auf dem Thron sitzt. Und ja, das erklärt jetzt, er meint, Sianna sollte auf dem Thron sitzen und ja, nicht die gute Anna Henrietta. Vielleicht hat Sianna, wenn sie wirklich dahinter steckt, diesen Brief sogar selber nach Beauclair gebracht, um das Volk, ja, um Unruhe im Volk zu stiften, wer weiß. Gut, ich würde hier an der Stelle jetzt erstmal sagen, wir werden dafür sorgen, aber wie gesagt, an sich können wir nichts versprechen, aber wir probieren es natürlich. Ich werde sie finden, wenn sie dort ist. Das hoffe ich. Ich würde gerne mit ihr reden, von Schwester zu Schwester. Gnädige Herrin, Geralt, ich möchte euch jemanden vorstellen. Regis, was für eine Überraschung, du in Beauclair? Und das ist? Mein geschätzter Freund Detlef van der Eretheim. Er stammt aus Nazair. Wir stellen unser Können der Jagd des Hexers zur Verfügung. Ah, ja, wunderbar. Aber warum seid ihr hier bei Orianna? Sie haben mich überraschend besucht. Also habe ich Regis auf ein Glas Wein eingeladen. Wir kennen uns schon seit, oh, Urzeiten könnte man sagen. Seit Urzeiten also. Hexer, wie ich höre, kennst du Regis. Und ihr seid sogar Freunde? Durchaus. Seit Urzeiten kennt Orianna Regis also. Und Regis taucht mit Detlef zusammen bei Orianna auf. Na gut, das lässt ja eigentlich nur einen Schluss so wirklich zu. Orianna ist wahrscheinlich auch ein höherer Vampir. Würde zumindest erklären, wie sie so einfach mit dem Zintria zurechtkam, obwohl der ja eben so stark war. Na gut, komm, fordern wir Orianna doch ein bisschen heraus. Das scheint dich zu überraschen. Warum? Ich hätte nie gedacht, dass Regis sich mit einem Hexer verstehen würde. Lass dich nicht täuschen, Liebes. Geralt hat viele Vorzüge. Er versteckt sie nur sehr gut vor der Welt. Du hast gesagt, dass ihr ihn bei seinem Auftrag unterstützt. Dann hängt das mit dem Biest zusammen. Meister Hexer, vielleicht kannst du meine Neugier stillen. Wie ist es, einem Monster gegenüberzustehen? Und man hat nur zwei Möglichkeiten. Töten oder getötet werden. Ich stürze mich nicht mit dem Schwert auf jedes Monster, auch wenn du anderes gehört hast. Bei manchen hilft es auch, zu reden. Ich frage mich, was dir so ein Monster zu sagen hätte. Vielleicht möchte es sich entschuldigen. Wirklich? Wofür möchte sich ein Monster bei einem Hexer entschuldigen? Für das Töten. Denn manchmal bleibt ihm keine andere Wahl, wenn die Liebsten beschützt werden müssen. Es ist keine Entschuldigung. Naja, komm, ich meine, wir können jetzt vor allem nicht riskieren, dass Detlef hier am Ende noch irgendwie sauer wird, ne? Genau wie Menschen. Wenn sie in einer solchen Situation sind, töten auch sie. Du verstehst das. Das ist bestimmt der Grund, warum ihr Freunde seid. Regis und du. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du einem Monster lieber helfen, als es zu töten? Wenn möglich, ja. Oder es zumindest versuchen. Genug vom Hexerhandwerk. Regis hat erwähnt, dass du aus Nazair kommst. Als Kind habe ich dort einige Zeit verbracht. Hast du schöne Erinnerungen? Es war wunderschön. Die Mode dort hat mich sehr fasziniert. Besonders die Kleider mit tiefem Ausschnitt. Ich glaube, uns geht langsam der Wein aus. Ich sollte in den Keller gehen und noch eine Flasche holen. Ich gehe. Willst du mir helfen, Regis? Du kennst deinen Wein besser als ich. Wir sind gleich wieder zurück. Eine außergewöhnliche Unterhaltung, findest du nicht auch? Vampire, ein Hexer und die Herzogin von Toussaint.
Du meine Güte. Sehr außergewöhnlich, Regis. Ich wollte dich allein sprechen. Bist du verrückt, Detlaff einfach herzubringen? Geralt, lass mich erklären. Nein, lass mich es erklären. Er ist gefährlich und du solltest auf ihn aufpassen. Aber genau das mache ich doch. Detlaff ist überzeugt, dass du deine Aufgabe erfüllst und er niemanden mehr umbringen muss. Ja, bis er die Männer in die Finger bekommt, die seine Rena entführt haben. Naja, gut, okay. Dann hoffen wir mal, dass Detlaff nichts Unüberlegtes tut. Ich meine, Regis hat ja selbst gesagt, dass der sehr emotional ist. Ich weiß nicht, ob Regis ihn so einfach unter Kontrolle hat. Wer weiß, wer weiß. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Jetzt würde mich noch interessieren... Orianna, ist sie wirklich eine Freundin von dir? Kann man ihr vertrauen? Ich habe sie vor Jahren kennengelernt, noch vor dir. Und bevor sie sich in Beauclair niedergelassen hat. Wir haben uns schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Aber ich werde dir alles über sie erzählen. Ein andermal. Naja gut, wie gesagt, ich vermute ja, dass sie auch ein höherer Vampir ist. Gerade weil er gerade auch gesagt hat, ein Hexer, eine Herzogin und Vampire. Er hat nicht erwähnt, dass ein normaler Mensch auch am Tisch sitzt. Nun gut, dann würde mich noch interessieren, seid ihr wirklich nur aus Zufall hier oder wusstet ihr, dass wir auch hier sind? Ich vermute, euer Auftauchen war kein Zufall. Das wäre tatsächlich ein großer Zufall gewesen. Nein, ein nettes Vöglein hat es uns gezwitschert. Na gut, okay. Die Sache ist, wir haben einiges herausgefunden und zwar... Hör gut zu. Ich habe herausgefunden, wo die Erpresser sind. Sie sind auf Burg Dun Tin. Das sind gute Nachrichten. Wenn sie dort sind, ist Rena auch dort. Die Herzogin denkt, dass wir ihre lang verschollene Schwester auch dort finden. Sie könnte in die Sache mit der Erpressung verwickelt sein. Willst du damit sagen, dass du jetzt zwei Frauen aus der Burg befreien sollst? Ich will damit sagen, dass Detlaff davon nichts erfahren darf. Er ist vor allem auf Rache aus. Geralt, du musst mir vertrauen. Ich weiß, wie ich mit ihm... Nein, Regis. Das kann ich nicht riskieren. Du musst mit Detlaff hier bleiben, wenn ich nach Dun Tin gehe. Allein? Allein. So kann ich dafür sorgen, dass keiner der Frauen etwas zustößt. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Gut. Ich kümmere mich um Detlaff. Viel Glück, mein Freund. Das ist wirklich wunderbar, Detlaff. Ach, vielen Dank für die schönen Erinnerungen. Ihr seid zurück. Hat ja lange genug gedauert. Entgegen der allgemeinen Vorstellung ist die Auswahl eines Weins nicht so einfach, wie man denkt. Besonders, wenn er zwei so exquisiten Damen kredenzt werden soll. Regis, galant wie eh und je. Umso bedauerlicher, dass ich die zweite Flasche nicht mit euch trinken kann. Die Pflicht ruft. Gnädige Herrin, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für deine Hilfe, sie ist unschätzbar. Geralt, begleitest du mich hinaus? Du hast besondere Freunde. Dieser Detlaff, ein wirklich interessanter Mann. Ja, ein wirklich interessanter Mann. Genauso wie Regis und wahrscheinlich Orianna eine interessante Frau ist. Ja, wenn die wüsste, dass sie gerade mit drei höheren Vampiren, Minimum zwei auf jeden Fall am Tisch gesessen hat, dann, nun ja, wäre sie, glaube ich, nicht mehr ganz so entspannt. Mich würde aber noch interessieren... Ich kenne ihn nicht so gut. Hat er viel von sich erzählt? Nicht viel, aber ich habe ein gutes Gefühl für das Wesen meines Gegenübers. Sonst würde ich keine Woche am Hof überleben. Und wie ist sein Wesen? Empfindlich. Traurig. Er trägt das Gewicht einer schrecklichen Tragödie in sich. Er ist ein guter Mann, aber verloren. Deshalb wirkt er so grimmig. Das kann durchaus stimmen. So viel, wie ich zumindest von ihm gehört habe bisher. Ich hatte nicht erwartet, dass der Abend so endet. Ich auch nicht. Aber ich habe dich nicht zu einem romantischen Spaziergang rausgebeten. Ich möchte mich vergewissern, dass du weißt, was zu tun ist. Ich muss nach Dun Tin. Ich habe entschieden, dass dich meine Wache begleitet. Du triffst sie bei der Mühle des Grafen Delacroix.
Du wirst ihn finden. Er liegt am Fluss Saint-Retour in der Nähe der Taverne zum Basilisk. Hauptmann Delatour und seine Männer erwarten dich dort um Mitternacht. Ihr werdet die Burg gemeinsam stürmen. Alles klar. Nun gut, jetzt sollen wir also Duntünn stürmen. Allerdings muss dafür natürlich noch ein bisschen was vorbereitet werden. Unter anderem muss der gute Hauptmann Delatour natürlich seine Männer vorbereiten. Und ich würde sagen, die Zeit werden wir auf jeden Fall nutzen, um noch den Rest von Toussaint vielleicht zu erkunden, bevor es nach Duntünn geht. Und dann schauen wir, ja, dass wir Renavet retten und dass wir Sianna, die Schwester von der guten Herzogin, finden. Aber ich würde sagen, zumal ich auch ein bisschen Geld vielleicht brauchen könnte, wenn ich ehrlich bin, wie wir uns aufmachen. Ach, guck mal, in die Großmeister-Hexerrüstung müsste ich theoretisch noch Glyphen einschreiben. Aber ich würde sagen, das und wie wir, ja, uns noch ein bisschen in Toussaint umsehen, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3. Bis dahin. Ciao.